Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge vom DJ Q&A. In dieser Folge geht es zum einen um den Softwarewechsel, um den DJ-Softwarewechsel mit dem alten Equipment, inwiefern das möglich ist und darum, welche Möglichkeiten haben DJs live zu streamen, über welche Plattform und was sollte man beachten. Dieses Format gibt es jetzt jeden Sonntag, wo wir genau individuell auf deine Fragen eingehen. Lass uns ein Abo da, nur dann verpasst du nichts und die Antworten auf die Fragen gibt es gleich nach dem Intro. Ja, herzlich willkommen nochmal bei unserem neuen Format hier, dem DJ Q&A, dem regelmäßigen Format eben, das jetzt jeden Sonntag stattfindet, wo wir eben genau auf deine Fragen eingehen. Das heißt, wenn du Fragen hast, kontaktiere uns per Mail, per Social Media, schreib hier deine Frage in die Kommentare und in der nächsten Folge werden wir dann eben deine Frage hier auch ganz konkret behandeln. Ja, wir haben die Frage bekommen. Könnt ihr mir sagen, ob es auf den Umstieg auf Serato mit meinem Native Instruments Z2 Trackdoor Mischpult reicht, nur die Software zu wechseln? Ja, also hier eben die Frage, muss er auch das Equipment wechseln oder kann er auch einfach so die Software wechseln? Die klare Antwort, jein, denn die Software kann grundsätzlich einfach so gewechselt werden, ja, aber die wenigsten Geräte laufen eben mit mehreren DJ-Softwares per Plug-and-Play. Heißt eben, ihr ladet euch einfach nur die neue DJ-Software runter, installiert sie natürlich, steckt euer Equipment an und es funktioniert einfach so. Ihr müsst nichts extra machen, nichts extra installieren, nichts extra programmieren. Das funktioniert natürlich immer bei den Geräten, die auch zur Software gehören. Heißt eben, hier zum Beispiel in dem Fall habt ihr Native Instruments Z2 Mixer, dann läuft er natürlich per Plug-and-Play bei Trackdoor. Aber hier war ja die Frage zum Beispiel auf Serato und das wird einfach so nicht funktionieren, aber es gibt da eine Möglichkeit, nämlich das MIDI-Mapping. Ja. Das kann wirklich jede Software, da müsst ihr dann entweder schauen, ob ihr vielleicht eine fertige gemappte Datei schon aus dem Internet laden könnt, ihr könnt da in Foren schauen, ihr könnt da vielleicht in Facebook-Gruppen schauen, vielleicht gibt es Kollegen, die das schon mal gemacht haben, die euch die Datei rüberschieben können, ja, die eben so ein Mapping genau für euer Gerät und genau für die Software schon vorgenommen haben. Wenn nicht, müsst ihr es leider selber machen. Wie das funktioniert, erfahrt ihr zum Beispiel in unserem Software-Modul in der Academy, wo wir auf jede Software eingehen und sie bis ins letzte Detail erklären. Denn ihr müsst hier dann so vorgehen, dass ihr in der Software eine bestimmte Funktion auswählt, die jetzt festgelegt werden soll und dann triggert ihr die Funktion auf dem Gerät und dann wird es zugewiesen. Das müsst ihr dann natürlich mit jedem Drehregler machen, mit jedem Fader und so weiter. Ja, das heißt, da kommt eine ganze Menge zusammen, je nachdem, was für ein Gerät es ist. Und das ist deswegen ein bisschen mühselig. Insofern, wenn ihr schon die Möglichkeit habt, fertige Dateien irgendwo von den Herstellern zu bekommen, aus Foren und so weiter, ist das gut. Googelt da einfach danach. Hier die ganz konkrete Antwort jetzt eben, ja, du kannst auch mit dem Native Instruments Z2 Mixer Serato bedienen, aber du musst eben schauen, wie du das Ganze zum Laufen bekommst. Generell, wie gesagt, jede DJ-Software kann individuelles MIDI-Mapping zulassen. Kommen wir zur nächsten Frage, die dreht sich diesmal um Livestreams. Denn die Frage ist, danke für das Abo, gern geschehen, scheint sehr gute Guides zu haben, vielen Dank dafür. Ich plane seit längerem über Twitch live zu streamen, hast du ein paar Tipps? Ja, also wir möchten jetzt hier mal generell auf Livestreams für DJs eingehen, nicht nur auf Twitch, denn das wird bestimmt etwas sein, was viele DJs interessiert. Ja, erstmal zu Twitch. Twitch ist ja eine sehr bekannte Streaming-Plattform, vor allem eben beim Gaming-Markt, bei den Gamern. Cool daran ist eben, dass man donaten kann, heißt eben Spenden tätigen kann an denjenigen, der livestreamt. Das heißt, es gibt auch viele Leute, die eine ganze Menge Geld mit den Livestreams verdienen. Das Problem ist dabei nur, es gibt auf jeden Fall auch DJs, die Twitch nutzen, aber es ist jetzt nicht die Plattform, ja, wo man DJs sucht, wo man DJs erwartet, wo eben die Community sich aufhält, die Fanbase eines DJs, die ja eben dann der Zuschauer wäre. Das heißt, der Community-Aufbau eben
findet eher abseits und unabhängig der üblichen Social Media Kanäle statt. Ja, das heißt, wenn ihr euch eben auch auf Twitch eine Community aufbaut, wird es schwierig, es sozusagen so ein bisschen in Einklang zu bringen mit eben Instagram, Facebook, YouTube und so weiter. Aber es gibt ja eben auch die Möglichkeit, noch über andere Kanäle zu streamen. Ja, Livestreams generell sind sehr gut auf jeden Fall für die Interaktion mit euren Followern, mit euren Fans im Prinzip. Und die haben generell auch eine sehr große organische Reichweite, weil oft kommentiert wird, weil sie oft geteilt werden, weil sie eben live stattfinden, die Leute dann auch live daran teilnehmen wollen. Das ist auf jeden Fall sehr cool, um Raving-Fans sozusagen aufzubauen. Außerdem ist es ja auch ein Beweis für dein Können. Ja? Wenn du eben live dann mixed live performst, dann beweist du eben auch, dass du es live drauf hast und nicht einfach nur einen ja, vorgefertigten Mix irgendwie zusammenschusterst, den du dann eben bei Soundcloud zum Beispiel hochlädst. Ja? Außerdem ja, ist es wichtig, dass du deinen Stream rechtzeitig ankündigst, dass eben die Leute dann auch ja, deinen Livestream folgen werden. Denn die Anzahl an Leuten, die jetzt zufällig einfach mal online ist und dann da einschaltet, die ist natürlich deutlich geringer, als eben wenn Leute wirklich darauf ja, warten, dass der Livestream losgeht und sie eine genaue Uhrzeit haben. Ja. Deswegen bietet sich eben auch an, dass ihr einen festen Streamingplan habt. Das heißt eben zum Beispiel jeden Sonntag, jeden Mittwochabend, wann auch immer, wenn ihr eben merkt, da ist eure Community online, da haben sie Lust, euch ja, zu folgen bei dem Livestream, dass ihr ja, das auf regelmäßiger Basis macht, dass die Leute sich auch daran gewöhnen können und darauf freuen können, dass eben dann wieder ein neuer Livestream stattfindet. Wenn ihr ein Streaming-Programm sucht, das noch dazu gratis ist, ist OBS. Auf jeden Fall das Tool der Dinge. Und da könnt ihr einfach mal reinschauen, ist eh kostenlos. Da könnt ihr wirklich alles einstellen über die Audiokanäle, welche Videokanäle, Inputs und Outputs. Ihr könnt es komplett mit dem Setup von euch verbinden, ja, externe Kameras nutzen, aber genauso auch euren Bildschirm abfilmen. Von daher tastet euch da einfach mal ran. Wichtig ist dabei auf jeden Fall, dass ihr so Banner-Overlays benutzt. Das heißt eben, ihr habt unten so einen Streifen zum Beispiel, ja, wo eure Instagram-Kanäle oder Facebook, YouTube, was ihr sonst noch so habt, verlinkt ist, dass eben die Leute auch ja, euch dann darüber folgen und euch so eben noch kontaktieren können. Außerdem ist natürlich wichtig, dass ihr einen repräsentativen, interessanten Bildausschnitt wählt. Jetzt nicht einfach nur eine Nahaufnahme jetzt auf euren Mixer, sondern eben auch euch als Person zeigt, aber vielleicht auch nicht unbedingt in eurem Kinderzimmer neben eurem Bett. Das ist vielleicht auch ein bisschen unprofessionell. Vielleicht schafft ihr es aber eben, wie so eine kleine Streaming-Ecke einzurichten, ja, die dann ein bisschen clean gehalten ist, die einen deutlichen Bezug auch zum DJing, zur Musik hat. Es gibt eine Internetseite, die heißt TrueTV. Ja, es gibt auch noch andere Varianten, aber die sind speziell für streamende DJs gemacht. Ja, also wenn ihr gerade in der Richtung was sucht, dann schaut da auf jeden Fall mal vorbei, weil da habt ihr auf jeden Fall auch eine Community, eben, die genau nach Streams, für Livestreams von DJs sucht. Außerdem gibt es diverse Internetseiten, die euch ermöglichen, gleichzeitig auf mehreren Plattformen zu streamen. Ja, das heißt, ihr streamt von eurem PC auf diese Website. Und diese Website wiederum streamt dann auf die Plattform Facebook, YouTube, Twitch, Periscope und so weiter. Ja, das ist auf jeden Fall kostenpflichtig, aber kann man sich definitiv leisten und die Möglichkeiten, die ihr da bekommt, eben direkt so ein riesiges Publikum zu erreichen, die lohnen sich auf jeden Fall. Deswegen checkt das auf jeden Fall auch ab. Tipp außerdem noch, Ton ist wichtiger als Bild, ja, ist ja ganz klar, hier geht es ja in erster Linie um den Ton eben, was ihr auflegt, was ihr mixt, das heißt, der muss auf jeden Fall astrein sein, schön saftig sein. Beim Bild ist es natürlich auch schön, eben wenn die Leute keinen Augenkrebs bekommen und wie gesagt, ihr in ein unaufgeräumtes Zimmer filmt, aber gerade jetzt, was die Schärfe angeht, die Datenrate, die da beim Bild übertragen wird, ist nicht ganz so wichtig, von daher achtet auf jeden Fall darauf, dass der Ton passt. Lautstärke eben nicht übersteuern. Ihr solltet auf jeden Fall den Stream auch Probe hören, ja, über ein Handy zum Beispiel, ja, wo ja viele Leute zugreifen oder einen anderen PC. Könnt ihr einfach mal testen, bevor ihr das Ganze öffentlich macht und markiert euch dann vielleicht am Mixer direkt schon, bis zu welcher Lautstärke ihr eben das Ganze aufdrehen möchtet und dann wisst ihr auch bis dahin und nicht weiter. Ja, außerdem, wenn ihr mit einem Handy streamen wollt, dann nutzt ein TRRS zu TRS-Kabel, dass ihr eben den Sound auch in euer Handy reinbringen, ja, nicht nur raus. Da müsst ihr eben mal drauf achten und ihr könnt genauso auch eben euer Audio-Interface, euer externes, genauso aber auch vom Mixer zum Beispiel, eben im Streaming-Programm als Quelle angeben, dass ihr da eben direkt den Sound abzapft. Ja, Achtung eben auch noch vor Lags, gerade schon ein bisschen erwähnt mit der Datenrate, ja, also die Audio- und die Bildrate nicht zu hoch einstellen,
schaut eben, dass einfach alles passt sozusagen und dann ist auch gut. Man muss nicht Endlevel fahren, weil das ja, erhöht dann eben nur das Risiko, dass es zu Lags kommt und das wäre unnötig schade. Ja, wenn ihr per Handy eben live streamt und nicht jetzt zu Hause im WLAN seid, dann kontrolliert logischerweise auf jeden Fall auch noch das Handynetz, dass ihr da einen guten Empfang habt und vor allem kontrolliert euren Handyvertrag, denn bei solchen Datenraten könnt ihr dann bei eurem Handy zuschauen, wie das Datenvolumen nach unten geht. Ja, andere Plattformen eben, Facebook schon erwähnt, sehr gute Reichweite bei Livestreams, auch eine sehr hohe Interaktion, das ist sehr cool. Außerdem kann der Stream nach Beendigung eben des Livestreams auch noch dauerhaft gepostet werden. Auch sehr cool, dann können die Leute sich im Nachgang immer noch anschauen, die eben nicht ganz live dabei waren. Außerdem werden die Fans der Seite über euren Livestream informiert. Ja, das heißt, wenn der eben läuft, bekommen die Leute eine Meldung über ihre Benachrichtigungen. Auch sehr cool. Problem ist nur, je nachdem, welche Musik ihr spielt, kann es sehr leicht zu Copyright-Verstößen kommen. Und dann wird euer Livestream eventuell unterbrochen, eben beendet. Oder ihr könnt ihn nicht nachträglich veröffentlichen. Ja. Muss man mal aufpassen. Genau, Instagram gibt es natürlich genauso und ja, da ist der Livestream halt immer ganz vorne bei den Stories, das kennt ihr ja sicher, das ist auch cool, dass die Leute dann direkt ja eben sehen, wenn der Livestream gestartet ist, er ist sehr präsent und auch hier bekommen die Abonnenten eine Info und das Problem ist hier halt nur, dass der Stream eben, klar, man kann ihn nach dem Stream noch veröffentlichen, aber dann ist er auch wie eine Story eben nur 24 Stunden verfügbar. Außerdem haben die Leute jetzt meistens nicht unbedingt irgendwie ihre Heimanlage am Handy angeschlossen, wenn sie auf Instagram sind. Von daher sind die Leute da auch eher kurz. Genau, aber auf jeden Fall auch eine tolle Möglichkeit, sollte man auf dem Schirm haben. Ja, und als letztes gibt es noch Periscope. Ist nicht so verbreitet in Deutschland, aber wer weiß, vielleicht schafft es ja auch da eine Community aufzubauen und da ist die Konkurrenz auch eben nicht so groß. Von daher eben auch ähnlich wie bei Twitch eben der Community Aufbau ein bisschen abseits der ja, üblichen Mainstream-Social-Media-Kanäle, aber sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben, eben auch eine Möglichkeit. Ja, eben nochmal ganz konkret zur Frage jetzt zu Twitch. Also jetzt hast du ein paar Tipps auf jeden Fall, die du generell beim Livestreaming beachten solltest, die genauso auch für Twitch zählen. Und ja, behaltet aber auf jeden Fall auch die anderen Kanäle im Auge. Gerade Facebook und YouTube sind tolle Möglichkeiten, um hier Livestreams zu starten. In diesem Sinne war es das für diese Folge. Und ich hoffe, ich habe die Fragen, soweit es geht, bestens beantwortet. Wenn du Fragen hast, dann schreib sie auf jeden Fall unten in die Kommentare. Und dann wählen wir sie aus und beantworten sie beim nächsten Mal. Diese Präsentation hier mit allen Infos kannst du herunterladen, dass du die Infos auch für später nochmal hast und sie dir immer wieder anschauen kannst. Den Link dazu findest du in der Infobox. Schau es auf jeden Fall rein. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann teile es mit deinen Freunden und hilf anderen, diese Fragen eben beantwortet zu bekommen. Deinen DJ-Kollegen greift euch gegenseitig unter die Arme. Und wenn du noch Interesse daran hast, mehr Aufträge als DJ zu bekommen, dann kannst du auch mal in der Infobox schauen. Da gibt es auch noch einen Link zu unserem kostenlosen E-Book eben 11 Wege, wie du als DJ mehr Aufträge bekommen kannst, ohne Geld in Werbung investieren zu müssen. Ich hoffe, dir hat diese erste Folge des DJ Q&As gefallen. Insofern du noch Fragen hast, schreib es uns in die Kommentare, dann können wir in der nächsten Folge darauf eingehen. Und teile die Folge auf Social Media, dass auch deine Kollegen davon erfahren. In diesem Sinne bleibt mir nur noch eins zu sagen. Glocke aktivieren. In diesem Sinne, mach dein Leben zur Party. Dein Patrick von Auflegen mit Erfolg.